Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tollfuß und wir lernen heute Europa Universalis 4. Dies ist bereits Teil 2 der Reihe. Wenn du das Tutorial an deinem eigenen Rechner mitmachen willst, dann solltest du in jedem Falle mit dem ersten Teil beginnen. Den Link zur aktuellen Playlist findest du in der Videobeschreibung. Noch eins vorweg, wie bereits zu Anfang des ersten Videos erklärt, ist es nicht möglich, eine komplette Tutorial-Reihe, die Schritt für Schritt durchgegangen werden kann, zu erstellen. Da im Spiel auch viel vom Zufall abhängt, wird dein eigener Spielstand, sobald einmal die Pause entfernt wurde, von meinem im Video dargestellten Szenario abweichen. Das lässt sich leider nicht verhindern. Ich versuche die Eigenschaften, Funktionen und Vorgehensweisen aber so allgemein wie möglich zu halten und hoffe darauf, dass es dadurch möglich wird, das Ganze im eigenen Spiel zu adaptieren und anzuwenden. Nachdem wir die Länderwahl im letzten Video abgeschlossen haben, sollte uns jetzt der Einleitungsbildschirm angezeigt werden. Dort werden Informationen zu unserem Land, unserer Religion, der Regierungsform und der zugehörigen Region angezeigt. Auch wenn vieles von den Begrifflichkeiten noch unbekannt ist, schadet es nicht, sich diese Texte wenigstens einmal durchzulesen und anschließend auf den Button Schließen zu klicken. Schauen wir uns zuallererst die Spieloberfläche an. Wie bereits in der Länderauswahl befinden wir uns standardmäßig im politischen Kartenmodus, erkennbar an den unterschiedlichen Länderfarben. Links oben befindet sich unser Wappensymbol. Mit einem Klick darauf erhalten wir Zugriff auf unterschiedliche Reichsblätter, welche uns die Verwaltung unseres Landes ermöglichen. Ein erneuter Klick darauf schließt diese Auflistung wieder. Links darunter befindet sich der Button für die Produktion. Hier lassen sich via Schnellzugriff Truppen rekrutieren, Missionare versenden, Entwicklungen fördern und so weiter und so fort. Ein erneuter Klick schließt das Fenster wieder. In der oberen Leiste werden uns diverse Reichsparameter angezeigt. Ganz links die Anzahl unserer Dukaten in unserer Schatzkammer, daneben die derzeitige Rekrutenreserve für weitere Truppenaufstockungen, unsere aktuelle Anzahl an Seeleuten für unsere Flotte, die aktuelle Stabilität im Reich, welche von -3 bis +3 gehen kann, unser derzeitiger Korruptionswert, unser Prestige, unser Legitimitätswert und die derzeitige Machtprojektion im Land. Wie bei Paradox-Spielen üblich, gibt es eine Fülle an Tooltips für jeden Wert. Dazu einfach mit der Maus über dem entsprechenden Eintrag verweilen und schon werden zusätzliche Informationen angezeigt. Bei unserer Schatzkammer lässt sich dabei zum Beispiel herausfinden, wie viel Dukaten wir aktuell monatlich erhalten und wie viel Dukaten in welchen Bereichen aus- bzw. eingenommen werden. Rechts neben den Reichsparametern erhalten wir die Anzeige über unsere derzeit verfügbaren Händler, Kolonisten, Diplomaten und Missionare. 0 von 2 bei unseren Händlern heißt, dass die beiden bereits einer Tätigkeit zugeordnet wurden. 3 von 3 Diplomaten bedeutet, dass noch keiner dieser Angestellten aktuell einer Tätigkeit nachgeht. Direkt unter unseren 4 Helfern wird der Name des derzeitigen Zeitalters angezeigt. Mit dem zugehörigen DLC Mandate of Heaven lassen sich hier Punkte verdienen und für bestimmte Boni ausgeben. Gleich daneben befinden sich unsere aktuellen Machtpunkte. Diese werden unterteilt in administrative, diplomatische und militärische Machtpunkte und steigen mit jedem Monat um einen bestimmten Wert. Diese Punkte können im Spiel dafür eingesetzt werden, Technologien zu steigern, Ideen umzusetzen, Ereignisse zum Besseren zu wenden und vieles mehr. Neben unseren Dukaten sind diese Punkte eine der wichtigsten Ressourcen im Spiel. Gleich darunter werden uns wichtige Meldungen des Spiels in Form von unterschiedlich gefärbten Bannersymbolen angezeigt. Je nach Farbe repräsentiert diese eine andere Dringlichkeit. Grün entspricht regulären Meldungen mit niedriger Wichtigkeit. Gelb entspricht erhöhter Dringlichkeit und rote Banner sollten in jedem Fall geprüft und erledigt werden. Sobald die Voraussetzungen für ein Bannersymbol nicht mehr gegeben sind, verschwindet dieses automatisch. Rechts oben sehen wir das aktuelle Datum und unseren derzeitigen Punktestand. Das Spiel selbst läuft, sobald die Pause entfernt wird, in Echtzeit. Die Geschwindigkeit kann mit den Plus- und Minus-Buttons
oder die Plus- und Minustasten auf deiner Tastatur gesteuert werden. Sobald ein wichtiges Ereignis auftritt, pausiert das Spiel in der Regel selbstständig. Die Seitenleiste darunter zeigt eine Kurzübersicht über unser Reich. Etwa, was unsere Diplomaten gerade machen, welche Armeen und Flotten wir besitzen, ob wir gerade Bauaufträge ausführen und so weiter. Quasi eine Zusammenfassung für den schnellen Überblick. Darunter folgt das Nachrichtenfenster, welche aktuelle Meldungen im Weltgeschehen auflistet. Zum Beispiel, wer mit wem Krieg führt, wer welches Bündnis eingegangen ist und vieles mehr. In der rechten unteren Ecke wird die Weltkarte angezeigt. Die Spielwelt von Europa Universalis 4 stellt die gesamte Welt dar. Aktuell wird der Großteil dieser Kontinente allerdings vom Nebel verdeckt. Erst durch Entdeckung und fortschreitender Technologisierung erhalten wir Zugang zu weiteren Gebieten. Im Spiel wird dieser Nebel Terra Incognita genannt. Wie bereits im Startbildschirm können auch hier unterschiedliche Kartenmodi durchgeschaltet werden, um uns einen Überblick über die existierenden Grenzen und Eigenschaften der Welt zu verschaffen. Unter der Karte finden wir noch diverse weitere Schaltflächen, unter anderem für das Hauptmenü, die Statistikübersicht, die Geschichte, welche ähnlich einem Tagebuch unseren Werdegang im Spiel dokumentiert, Modifikatorenübersicht und ein Suchfenster für Regionen und Länder. Zum Schluss befindet sich links neben der Minikarte jeweils ein Button für die Übersicht im Vatikan sowie im Heiligen Römischen Reich. Das waren jetzt jede Menge Informationen und vieles ist von den Begrifflichkeiten eventuell noch unklar. Darüber machen wir uns jetzt allerdings noch keine Gedanken und erarbeiten uns jetzt Schritt für Schritt die Welt von Europa Universalis 4. Bevor wir zum ersten Mal die Pause lösen und uns ins Spiel stürzen, verschaffen wir uns erstmal einen Überblick über unsere Ländereien. Noch ein Hinweis am Rande, um sich auf der Karte umzuschauen, ist es entweder möglich, die mittlere Maustaste gedrückt zu halten und zu ziehen oder die Pfeiltasten auf der Tastatur zu nutzen. Unser Reich befindet sich aktuell auf der Iberischen Halbinsel, besitzt die gelbe Reichsfarbe und wird im Westen von Portugal, im Osten von Aragon und Navarra und im Süden von Granada und Marokko begrenzt. Unsere Hauptstadt befindet sich in Valladolid, erkennbar am Burgsymbol mit der goldenen Krone. Zusätzlich besitzen wir zwei weitere Festungen in Burgos und Toledo. In der rechten Seitenleiste sehen wir, dass wir aktuell 24.000 Truppen aufgeteilt in zwei Teile ausgehoben haben. Mit einem Klick darauf lassen sich diese relativ leicht lokalisieren und werden mit einem goldenen Ring umrandet angezeigt. Wir besitzen zwei Flotten mit 18 Schiffen, aufgeteilt in zwei Teile, welche allerdings beide im Hafen von Kantabrien lagern. Nach einem Klick auf unser Wappen sehen wir, dass wir aktuell 4 administrative, 4 diplomatische und 5 militärische Machtpunkte pro Monat erhalten. Diese setzen sich momentan noch aus einem Grundwert von 3 und den jeweiligen Machtpunkten unseres Königs zusammen. Da wir uns derzeit noch keinen zusätzlichen Berater leisten können, bleiben die 3 Beraterfelder erstmal leer. Im Diplomatiereiter sehen wir neben unserem aktuellen König noch ein paar zusätzliche Werte. Wir konzentrieren uns erstmal auf die für uns wichtigen. Wir besitzen derzeit 0 von 4 Beziehungen. Schließen wir ein Bündnis mit einer anderen Nation, gilt dies als Beziehung. Alles, was über unserem Maximum an Beziehungen geht, reduziert unsere monatlichen diplomatischen Machtpunkte. Die Nationen England, Burgund und Aragon sehen uns aktuell als Feinde. Wir selbst haben momentan noch keine Rivalen für uns bestimmt. Am roten Bannersymbol ist erkennbar, dass dies vom Spiel angeraten wird. Jeder von uns bestimmte Rivale kann uns dann nicht mehr leiden und ist uns feindlich gesonnen. Allerdings erhalten wir dadurch mehr Prestige bei Kriegen, können leichter ein Spionagenetzwerk aufbauen und senken die Kosten für Forderungen von Provinzen nach gewonnenem Krieg. Es gibt noch weitere Vorteile, wichtig ist aber erstmal, dass es sinnvoll ist, diese 3 leeren Rivalenslots mit möglichen Kriegsgegnern zu füllen. Für uns wären das Granada, Aragon und eventuell Marokko. Da Granada als Nation zu klein für einen gültigen Rivalen ist, entscheiden wir uns für England. Wir klicken daher auf den ersten leeren Platz und wählen die Nation England. Nach einer erneuten Bestätigung auf OK
füllt das Wappen Englands nun den ersten Rivalenplatz. Gleiches machen wir mit den verbleibenden zwei Plätzen und setzen einmal Aragon und einmal Marokko als neue Rivalen. Die rote Bannermeldung sollte oben daraufhin verschwinden. Direkt unter der Rivalenanzeige werden zukünftig unsere diplomatischen Beziehungen und Optionen aufgelistet. Derzeit wird nur eine gültige Waffenruhe mit Granada bis zum Februar 1448 angezeigt. Erst ab diesem Zeitpunkt können wir Granada den Krieg erklären, ohne Malusse wie zum Beispiel hohe Kriegsmüdigkeit oder eine Reduzierung der landesinternen Stabilität zu erhalten. Nichtsdestotrotz können wir vorab bereits erste Schritte für die zukünftige Kriegsplanung einleiten. Wir schließen das Fenster und geben zum Schluss noch unseren untätigen Diplomaten etwas zu tun. Um frühzeitig über die Voraussetzungen zur Kriegserklärung an Granada zu verfügen, benötigen wir einen aktuellen Kriegsgrund. Diesen erhalten wir in der Regel, indem wir mit unserem Diplomaten ein Spionagenetzwerk aufbauen und anschließend einen Anspruch auf eine gewünschte Zielprovinz fingieren lassen. Oder aber über bestimmte Events, erfüllte Missionen oder ähnliche Ereignisse. Wir machen einen Rechtsklick auf die Nation Granada und erhalten anschließend eine Diplomatieübersicht über dieses Land. Wichtig hierbei: Die Ansicht ist fast identisch wie die zuvor, als wir unsere Rivalen festgelegt haben. Mit dem Unterschied, dass jetzt nicht oben links unser Wappen angezeigt wird, sondern das von Granada. Wir können sehen, welche Feinde Granada hat, welche Rivalen es bestimmt hat und welche Friedensverträge, Beziehungen und Ansprüche es derzeit besitzt. Auf der rechten Seite hingegen stehen uns diverse diplomatische Aktionen zum Aufklappen zur Verfügung. Wir wählen die Gruppe Geheimdienstaktionen und klicken auf den Button Spionagenetzwerk aufbauen. Wir werden nochmal darauf hingewiesen, dass ein Diplomat diese Aktion durchführen muss, sich das Netzwerk monatlich um 1,48 Punkte erhöht und Granada ab einem gewissen Zeitpunkt eine Chance von 2,09% hat, den Vorgang zu entdecken. Wir bestätigen den Auftrag und sehen rechts oben in unserer Seitenleiste, dass der Diplomat mit der Arbeit begonnen hat. Sobald wir die Pause lösen, erhöht sich der Wert von 0 monatlich um den vorher angezeigten Wert. Sobald wir ein Netzwerk mit 20 Punkten oder höher besitzen, können wir einen Anspruch auf eine bestimmte Provinz Granadas fingieren. Wir schließen das Diplomatiefenster und erfreuen uns unserer ersten Tätigkeit als großartige Nation Kastilien. Das lief doch schon mal ganz gut. Wir haben heute die Spieloberfläche kennengelernt, haben uns einen kleinen Überblick über unsere stolze Nation verschafft und zum Schluss unserem Diplomaten noch den Auftrag zur Erstellung eines Spionagenetzwerks in Granada erteilt. Im nächsten Video werden wir dann zum ersten Mal die Pause lösen und uns in die unendlichen Weiten der Paradox-Strategie begeben. Wir sehen uns in Teil 3 von Let's Learn Europa Universalis 4.